Willkommen bei den Mumblitz-Infos. In diesem Informationsvideo stellen wir Ihnen Mechanik 2D vor. Die clevere Lösung für die normgerechte 2D-Konstruktion mit AutoCAD und AutoCAD LT. Mechanik 2D beschleunigt und vereinfacht die 2D-Konstruktion im Mechanikbereich. In der bedienerfreundlichen Oberfläche steht eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung, die speziell für die Konstruktion im Mechanikbereich optimiert wurden. Die zahlreichen Funktionen erleichtern nicht nur dem Einsteiger den Zugang zu CAD, sondern bieten auch dem Spezialisten eine enorme Produktivitätssteigerung. Praxisnahe Beispielzeichnungen liefern Ihnen einen ersten Eindruck der Möglichkeiten von Mechanik 2D. Das Layer-Konzept von Mechanik 2D stimmt mit dem der MUM-Symbolbibliotheken überein. Daher können Sie Ihr Gesamtsystem durch Bibliotheken wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Hydraulik, Pneumatik usw. zu einer preiswerten kleinen Branchenlösung erweitern. Beginnen wir mit einer kurzen Übersicht der wichtigsten Merkmale von Mechanik 2D. Integriert finden Sie eine Layer-Verwaltung und das Maßstabssystem mit Unterstützung des Layout-Bereichs. Mitgelieferte Vorlagedateien unterstützen sowohl benannte als auch farbabhängige Plotstile. Es erfolgt eine automatische Anpassung von Beschriftung, Bemaßung, Schriftfeldern, Schraffur und Linientypfaktor an Maßstab und Einheiten. Die parametrisch gestaltete Normteilesammlung mit 120 Basisnormen bietet eine Vielzahl von Varianten für jedes Teil. Sämtliche Normteile verfügen über editierbare Stücklisteninformationen. Übrigens, sowohl der Normteilbibliothek als auch den Stücklisten ist ein eigenes Video der MUM-Blitz-Infos gewidmet. Oberflächenzeichen und Form- und Lagetoleranzen können dialoggesteuert eingefügt werden. Es stehen optimierte Befehlsabläufe für Bemaßung und Toleranzangaben zur Verfügung. Zahlreiche Bemaßungsbefehle, unter anderem für steigende Bemaßung, kartesische Bemaßung mit Koordinatentabelle und für Durchmesserbemaßung mit einer Hilfslinie, sind ebenfalls enthalten. Funktionen für die Positionsnummernvergabe und ein integriertes Stücklistenmodul. Zahlreiche Hilfsfunktionen für die Konstruktion, wie zum Beispiel Konturverfolgung, Hilfslinien, Bruchkanten, Mittellinien, Zentrumslinien und Schraffuren. Die Anpassung von Zeichnungsformaten, Schriftfeldern, Stücklistenblöcken und Plotstilen an firmenspezifische Bedürfnisse ist problemlos möglich. Sobald Sie AutoCAD bzw. AutoCAD LT nach der Installation von Mechanik 2D starten, sehen Sie, dass am oberen Rand des Zeichnungsfensters ein neuer Werkzeugkasten in die Oberfläche integriert wurde. Beachten Sie bitte, dass Mechanik 2D die 3D-Arbeitsumgebung von AutoCAD nicht unterstützt. Dieser Werkzeugkasten ist die Schaltzentrale von Mechanik 2D. Von hier werden Befehle ausgeführt, Dialoge angezeigt und bei Bedarf weitere Werkzeugkästen geöffnet. Hinter der ersten Schaltfläche verbirgt sich der Befehl Mechanik 2D Laden und Hilfe. Beachten Sie bitte, dass Mechanik 2D nach jedem Neustart von AutoCAD bzw. LT durch Klicken auf diesen Befehl geladen werden muss. Es wird ein Statusfenster eingeblendet und danach steht Ihnen Mechanik 2D zur Verfügung. Wenn Sie auf diesen Befehl klicken, nachdem Mechanik 2D bereits geladen ist, wird stattdessen die entsprechende Online-Hilfe angezeigt. Gehen wir die einzelnen Bereiche kurz durch. Vorbereiten der Zeichnung mit Vorlagen, die ein komplettes Layer-Konzept beinhalten und entsprechende Grundeinstellungen bieten. Für das korrekte Funktionieren von Mechanik 2D ist es unbedingt erforderlich, die mitgelieferten Layer-Vorlagen mit den entsprechenden Layer-Definitionen zu verwenden. Mechanik 2D bietet drei Layer-Systeme zur Auswahl. Innerhalb einer Zeichnung müssen wir uns für eines davon entscheiden. Bei mehreren Zeichnungen können aber auch unterschiedliche Layer-Systeme zum Einsatz kommen. Über das folgende Symbol lassen sich Einstellungen für Einheit, Maßstab sowie Auswahl von Schriftfeldern und Zeichnungsrahmen vornehmen. Diese Vorlagen können auch individuell angepasst werden. Die über Mechanik 2D gesetzte Maßeinheit wird mit der Zeichnung gespeichert.
Mit der folgenden Schaltfläche wird die Einheit abgefragt und ab diesem Zeitpunkt verwendet. Damit stellen wir sicher, dass nach dem Öffnen einer Mechanik 2D-Zeichnung die richtige Maßeinheit verwendet wird. Es folgen Modifikationen für den Linientypfaktor. Das Flyout kann auch als eigener Werkzeugkasten angezeigt werden. Beim Einrichten der Zeichnung wird auch der Linientypfaktor entsprechend angepasst. Hier kann der Linientypfaktor nachträglich global geändert und beim Zeichnen einzelner Objekte individuell gesteuert werden. Der folgende Befehl beinhaltet die Werkzeugkästen für Normteile und Konstruktion. Neben einer umfangreichen parametrischen Normteilebibliothek, eingebettet in ein fertiges Layer-Konzept für normgerechtes Zeichnen, finden sich hier zahlreiche Funktionen, die das Konstruieren erleichtern. Die angebotenen Möglichkeiten, hier auch nur ansatzweise durchzugehen, würde den Rahmen dieses Videos bei weitem sprengen. Werfen wir daher stellvertretend einen kurzen Blick auf einen der angebotenen Dialoge. In der übersichtlichen Oberfläche der Normteile-Bibliothek wählen Sie Norm, Ansicht, Detaillierung sowie Darstellungsoptionen und bestimmen anschließend die Größenparameter des Normteils. Anwenderparameter werden in der Zeichnung abgemessen und in AutoCAD bzw. LT-Variablen gespeichert. Die Werte können anschließend direkt in das Dialogfeld übertragen werden. Die meisten Normteile verfügen über Stücklisteninformationen. Ausnahmen sind solche Teile, die nicht in der Stückliste aufgeführt werden, beispielsweise Senkungen. Die Informationen sind im sogenannten Infoblock gespeichert und werden automatisch am Einfügepunkt des Normteils in die Zeichnung eingefügt. Das nächste Symbol des Mechanikwerkzeugkastens, Layer, öffnet ein Cursor-Menü, das Ihnen den raschen und effizienten Zugriff auf Befehle zur Layer-Steuerung ermöglicht. Es folgen die Textbefehle von Mechanik 2D. Auch diese sind in einem eigenen Werkzeugkasten zusammengefasst. Mit den Textfunktionen können die gewünschten Texthöhen gesetzt und anschließend der Text als Zeilen- oder Absatztext unter Berücksichtigung des eingestellten Maßstabes und der eingestellten Maßeinheit bequem erstellt werden. Die Einstellungen für Textstil und Layer werden dabei automatisch vorgenommen. Ein wesentlicher Bestandteil von Mechanik 2D ist das normgerechte Bemaßen. Zu den entsprechenden Funktionen gelangen Sie über dieses Flyout. Der erste Eintrag öffnet den Werkzeugkasten Bemaßung. Hier finden Sie eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge zum effizienten Bemaßen. Auch das zweite Symbol des Bemaßungsflyouts öffnet einen Werkzeugkasten. Dieser enthält Funktionen zum Einfügen von Oberflächenzeichen. Die Mechanikbereiche Konstruktionshilfe, Zoom und Schraffur bieten weitere leistungsfähige Befehle, die das Erstellen von Zeichnungen für den Maschinen- und Stahlbau beschleunigen und vereinfachen. Der Werkzeugkasten mit den Konstruktionshilfen enthält Befehle, die immer im schnellen Zugriff sein sollten. Dabei handelt es sich um Befehle, die Sie beim Konstruieren häufig benutzen, beispielsweise Hilfslinien, AutoCAD bzw. LT-Objektgriffe, vorbestimmte Objektfangeigenschaften und das Herausbrechen von Körperkanten. Das Zoom-Menü beinhaltet unter anderem Funktionen zum Speichern und Wiederherstellen von Zeichnungsausschnitten, Hilfen zum Schalten von Isometrieebenen, Funktionen für das Arbeiten mit Ansichtsfenstern und zum Einstellen des gewünschten Zoom-Maßstabs im Layout-Ansichtsfenster. Im Schraffur-Menü werden die Schraffur-Parameter festgelegt. Es werden die Bereiche Normteile und Konstruktion unterschieden. Die erzeugte Schraffur wird auf den jeweils dafür vorgesehenen Layer gelegt. Der Abstand der Schraffurlinien ist an die Maßeinheit und den Maßstab der aktuellen Zeichnung angepasst. In Layout-Ansichtsfenstern muss zuvor der Maßstab ermittelt werden. Sehen wir uns abschließend kurz einige der mitgelieferten Beispieldateien an.
Damit erhalten Sie einen guten Überblick, welche Zeichnungen Sie mit Mechanik 2D einfach, rasch und effizient erstellen können. Die Funktionen von Mechanik 2D nehmen Ihnen nicht nur viel Routinearbeit ab, sondern unterstützen Sie auch dabei, Ihre Kreativität zu entfalten. Hand in Hand damit geht natürlich eine enorme Steigerung der Produktivität. Lassen Sie sich das nicht entgehen und sichern Sie sich Ihren Vorsprung im täglichen Wettbewerb mit der cleveren Lösung für den smarten Anwender. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dieser Einführung über Mechanik 2D einen ersten Eindruck und eine gute Übersicht verschaffen. Beachten Sie bitte auch die weiteren Informationsvideos zu Mechanik 2D und anderen Themen. Dort finden Sie beispielsweise auch Wissenswertes über den praktischen Einsatz von Mechanik 2D sowie nützliche Tipps und Tricks, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die Moonblitz-Infos werden ständig aktualisiert und erweitert. Schauen Sie doch öfter bei uns vorbei.